Es hat sich hier ein bisschen was getan. Ich wollte es jetzt einfach mal zeigen. Und zwar ist mein Setup ein bisschen gewachsen. Was ihr vielleicht noch nicht gesehen habt oder noch sehen konntet, weil wie auch. Ich habe ein bisschen umgeräumt. Bisschen ist ein bisschen viel. Der PC steht wieder an dieser Wand. Dahinter sind die ganzen Bilder der Kinder aus der Kita, wo ich arbeite. Hier ist ein Regal dazu gekommen. Da sind Flaschen, alles Mögliche von heute zum Beispiel drauf. Dann ist hier unten halt noch das ganze Zeug von mir. Hier ist ein Elektroregal mit Spielen, die ich oft spiele, mit zum Beispiel der Gangschaltung, mit dem Flightstick, mit dem Controller dies, mit Festplatten. Dann ist dort auch direkt das Pedal und dort ist das Lenkrad, die ein bisschen Zeug drin, das ist echt vielleicht. Das ist auch noch neu, da sind auch ein paar Sachen drin, die ich auch im Leben brauche. Hier sind Kartons drin, gut verstaut, gut Tetris gespielt. Hier sind Rückspieler, ein Tennisball. Hier Stative, ganz viele. Die Spitze und Kleber. Keine Ahnung, warum ich das brauche. Hier eine Flasche auch noch. Naschzeug! Ja. Okay, sonst hat sich noch was getan. Und zwar da oben hängen Haken. Hier und hier. Und zwar ist das für den Greenscreen, das kann ich euch jetzt mal kurz irgendwie hoffentlich zeigen. Tada! Greenscreen aufgebaut. Alles super. Nur ist halt ein bisschen mit den Markisen ein bisschen blöd. So, provisorische Kamerahalterung. Und dann mache ich das auch noch meistens so, dass ich hinten ja diesen Hocker habe, dass ich den ein bisschen vorschiebe. Und zwar am besten so, dass er am Holz schiebt, am Tuch, ein bisschen schräg ist, damit die Kamera damit keine Probleme hat. Dann, was ihr auch noch wahrscheinlich nicht gesehen habt, ich habe hier ja jetzt den Mac Mini. Ich zeige euch einfach jetzt mal ein bisschen so was, mein Setup 2016. Und zwar ist da ein Lüfter drauf. Ich weiß, hier ist ganz schön windig. Ich mach mal das da aus. So, der kriegt Strom von dem. Über eine sehr, sehr schlaue Leitung. Da habe ich dann den 3-Pin-Kabel kaputt gemacht. Habe das einfach das 4-Pin-Kabel dran gemacht. Und da ist der Lüfter von der Wasserkühlung dran. Damit der Mac Mini nicht nur von unten Luft kriegt, sondern auch von oben. Das mit den Schrauben, die sind einfach nur reingesteckt. Hier, die schwarzen Schrauben. Einfach nur reingesteckt. Das ist einfach so ein bisschen. Kabel. Das ist einfach nur so ein bisschen. Hier ist sonst alles noch normal. Da unten ist halt Krimskrams, Kabelzeug. Hier ist das Kabel der Kamera, weil die Kamera war leer. Da ist noch PS3. Habe ich hier halt noch die ganzen Webcams habe ich aufgebaut. Da hat die leuchtet. Die leuchtet irgendwie immer. Ich weiß nicht warum. Habe ich die hier noch. Und mein PC-Setup also auch gewechselt. Mikrofon ist jetzt dort dran. Dass ich das, das mache ich meistens so, dass ich das halt vorne tue, wenn ich so Sachen aufnehme, wo ich es halt mehr dran brauche. Und nach hinten, dass ich Sachen mit dem Lenkrad aufnehmen kann. Ist ziemlich cool. Muss ich einfach nur wegmachen, schieben und fertig. Hier oben ist die Tastatur, griffbereit immer vom Mac Mini. Das immer direkt hier rüber, da ist auch die Funkmaus, das spielt der Funkmaus, habe ich eh keine Probleme. Und hier liegt dann halt alles rum. Da ist noch mein Mischpult, das wird vielleicht irgendwann mal noch gewechselt. Ich habe da mit jemandem geredet, der eins übrig hat. Ist jetzt aber nicht garantiert, also finde ich auch nicht. Ja. So, und dann haben wir noch zwei Sachen, die ich auch mal sagen wollte, und zwar die alte Technik. Ich habe ja noch ganz die 57 Ti. Die bleibt auch hier, weil sie ist super. Ist meine erste Grafikkarte, sie bleibt da, solange sie nicht kaputt ist. Dann bleibt sie hier vor allem als Greenforce Edition, Gigabyte etc. Und um ehrlich zu sein, die sieht nicht scheiße aus. Die werde ich vielleicht irgendwann mal in einem Hackintosh reinbauen. Kommt die Frage, falls mein Mac Mini irgendwann mal zu schwach sein sollte oder keine Updates mehr möglich sind oder sowas. Wenn Final Cut nicht mehr auf dem Mac Mini läuft, wie es jetzt halt ist,
werde ich dann halt Hackintosh irgendwie zusammenbauen und dann, aber bis die Zeit kommt, hoffe ich, sind 3 Jahre vergangen. So, und dann noch etwas, was leider ein bisschen schade ist. Ja, ich weiß nicht, wie ich das erklären kann, aber mein altes Mainboard ist Putteput. Wie man sehen kann, ich weiß nicht, ich habe ein bisschen, ich habe den hier ausgebaut, den Prozessor, den i5 von diesem Mainboard, und habe den i7 dann direkt danach eingebaut mit dem neuen Mainboard. Der i5 war dann nicht auf dem Mainboard, auf dem neuen. Und als ich das in i5 abgebaut habe, stand ein Pin schräg. Jetzt stehen alle irgendwie schräg. Da ist einer schräg, okay, da habe ich drüber gefasst. Wie gesagt, und da fehlt ein Pin und ein paar Pins sind einfach nur reingesteckt, also dieses Plastik so tief drin, dass ich das nicht mehr rauskriege. Und ein paar Pins waren schon vorher verbogen, als ich den ausgebaut habe, den i5. Also als ich den ausgebaut habe, muss ich irgendwie, also entweder waren die Pins an dem Prozessor dran fest, weil es so warm geworden ist, das Ding, irgendwann mal, weil ich ja auch sehr oft mit dem Lüfter gespielt habe. Also ich kann mir das so erklären, entweder war ein Pin von denen an dem Lüfter dran, also an dem Prozessor dran gebackt irgendwie durch, keine Ahnung was, weil war übrigens auch überall ein bisschen Wärmeleitpaste verteilt in dem Prozessor, da habe ich ein bisschen rausgepustet, jetzt ein paar Pins auch gedreht, die muss man dann auch nur wieder hinbringen. Und einer ist auf jeden Fall weg, ein Pin, das habe ich nachgezählt. Okay, nein, ich habe einfach geguckt. Ich habe mit einer Lupe reingeguckt und da habe ich gesehen, einer ist weg. Also das sieht man ja ganz eindeutig, wenn was abgebrochen ist. Und ja, das ist ein bisschen schade. Die Grafikkarte funktioniert noch einwandfrei. Die habe ich letztens erst getestet. Funkt noch einwandfrei. Nur das Ding, wo ich schon hier durch... Weiß nicht, woher das kam, aber dieses Mal, das bleibt. Schade, ich hätte es eigentlich am liebsten für den Hackintosh genommen, aber... für meinen Hackintosh werde ich einfach nur einen Prozessor nehmen, der besser ist als der i7 in dem hier drin. Als der i7 in dem da drin. Das wird auch ein bisschen dauern, bis ich einen i7 finde. Oder einen Prozessor finde, der auf jeden Fall leistungstechnisch, rendertechnisch besser ist als der i7 da drin. Weil der ist gerade auch noch echt richtig fix unterwegs, weil. Früher war das so, das hat mich 10 Minuten gedauert, um ein Video zu mit dem alten, also mit dem Mac Mini selber aufgenommen hatte, hat es mich 10 Minuten gedauert, so ein 15 Minuten Video zu rendern, weil die Qualität ja auch schlechter war. Aber seit ich diesen PC habe und mit 50.000 Bits bei OBS, kann ich auch mal zeigen. Ah, den kann ja mal meine OBS-Einstellung auch mal zeigen hier. Ich habe gerade irgendwie alles auf. Sorry. Hallo. Ja, Einstellungen. Ja, hier. Aufnehmen tue ich mit der Grafikkarte. Ist ja die 1060 und mit CBR 50.000. Sonst alles auf Standard, Main, Auto und halt die B-Frames auf 2. Two-Pass-Encoding ist an und natürlich hier Warnung, MP4 können gespeichert werden. Nicht wieder herstellen, ja. Ist mir egal, alles in die E-Platte. E-Platte ist, glaube ich, 1 Terabyte. Oder? 800 GB, also einfach mal das Vielfache von vorher. Perfekt. Ja, das ist hier so alles. Grafikkarte wurde auch übrigens jetzt overclockt. Habe ich auch endlich mal gekriegt. Das war schön. Ja, muss ich die Kamera noch ordentlich halten. Und ich das Extreme den Prozessor habe ich ein bisschen runtergeklockt. Dafür, dass die beide so auf einem gleichen Level sind. Also. Hier so sehen meine Overclocking Settings für meine Grafikkarte aus. GPU Voltage auf plus 12, Power Limit und Dings auf das höchste und halt auf plus 190 bei Memory und GPU Clock. Ich erreiche damit sagen und schreibe manchmal bei grafisch intensiven Spielen durch ihren eigenen Overclocking, die Grafikkarte macht ihr eigenes Overclocking-Setup, also Boost-Setup, erreiche ich einfach mal 2,101 MHz, was
nicht schlecht ist, würde ich sagen. Das macht er aber auch, macht die Grafikkarte. Also sonst ist er halt bei 1962 als höchstes. Mit dem Basis-Boost-Block, mit der Extreme Utility Engine, die macht ja auch noch einen eigenen Boost-Block, habe ich gehört. Ja, hat die halt 2000 MHz. Und mein Prozessor ist nicht mehr auf 4600 MHz Overclock, sondern nur noch auf 4500, weil der auf 4600 nicht stabil lief. Und der pendelt hier halt rum, weil er halt guckt gerade, was er machen kann. Also er pendelt hier gerade rum, weil er muss ja nicht viel machen gerade, er muss ja gerade mal Bilder zeigen. Und ja, der ist immer noch ganz imposant, der i7. Finde ich auch gut. Schade nur, dass er bei 4500 MHz laufen muss, weil sonst zum Beispiel Beamenji nicht läuft, ohne abzuschmieren. Space Engineers funktioniert dann auch nicht, startet dann einfach nicht, weil der einfach in einem. Die Threads bleiben in einem Clock hängen. Also die Threads kommunizieren nicht mehr mit dem eigentlichen Core. Und wieso das so ist, also so wurde mir der Bluescreen-Befehl gesagt, von wegen. Die Threads haben nicht mehr mit dem Core kommuniziert oder sowas. Also habe ich das rausgelesen. Und ja, deswegen musste ich mit denen ein bisschen ein bisschen runterglocken. Ist ein bisschen schade, aber was soll man machen? Jetzt ist halt auch 4.5, ist immer noch ein guter Takt für eigentlich 4.000. Und im Boost glaube ich 4.3 oder so. Im Boost geht er auch nochmal höher, ich glaube auch 4.6 wirklich dann, aber nur wenn es benötigt wird und nicht halt die ganze Zeit. Ja, das ist so mein Setup. Sonst hat sich nicht wirklich was geändert. Mein Zimmer hat sich auch nicht geändert. Wie gesagt, ich habe hier halt hier oben noch die ganzen geilen Bilder von meinem Kleinen in der Kita. Und ja, wie gesagt, sonst hat sich halt nichts geändert. Das war grob gesagt mein altes Setup ausgetauscht in mein neues, in mein Setup Sommer 2017. Ja, so sieht es hier aus. Es wird sich höchstwahrscheinlich wieder mal irgendwann ändern. Zum Beispiel, wenn ich das Mischpult bekomme von dem einen, der es mir gesagt hat, das ist auch ein USB, ist auch Xenix, ist auch Behringer, nur hat er halt nicht die ganzen Drehregler, sondern er hat Schieberegler und ist allgemein ein bisschen besser. Kostet auch, glaube ich, 200 Euro eigentlich. Finde ich auch schon echt. Wenn ich es überhaupt bekommen würde, ist halt immer noch die Frage, fände ich das auch auf jeden Fall. Eigentlich finde ich das zu viel, um ehrlich zu sein. Eigentlich finde ich das zu viel. Aber mit dem Mischpult komme ich auch noch auch zurecht bis jetzt. Alles gut. Aber wäre schon schön, wenn irgendwann mal halt was Besseres herkommt. Aber ob es mir jetzt einer schenkt oder ich mir selber kaufe, das ist halt die Frage. Oder halt, ob ich ihm für das Geschenk was gebe, was auf jeden Fall passiert. Da kann mich keiner dran hindern. Wenn mir sowas schenkt, der kriegt auf jeden Fall was. Also es soll jetzt kein Aufruf sein, dass mir irgendwas schenken soll. Nein, ich will einfach nur erklären, dass ich kein Arschloch bin. Und wenn mir jemand was schenkt, klar, es ist ein Geschenk. Ich kann es nicht ablehnen. Also ich könnte es schon ablehnen, das wäre aber auch wieder asozial. Aber ich kann auch nicht sagen so, ja, hier, danke, tschüss, wir hören uns nie wieder, sondern der kriegt sowas von der fette Belohnung. Weil das ist schon krass, was der mir schenken will. Und deswegen, ja, das war jetzt, wie gesagt, mein Setup. Wie gesagt, die Kopfhörer, ich habe da halt jetzt noch einen Kopfhörerstand gekauft für 6 Euro. Und sonst ist alles gleich geblieben. Ich habe halt noch diesen USB-Stick dort mit 64 GB. Ich habe immer noch das Mikrofon. Ich habe halt jetzt alle drei Kameras, damit halt alle drei so ein bisschen was haben hier. Aber ist halt so, ne? Weil ich wollte die eine mal ausprobieren, ob ich damit irgendwie was Schönes mache. Ich rede einfach viel zu viel. Boah! Das war mein Setup 2017, oder das ist mein Setup 2017 im Sommer. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte irgendwelche Probleme fixen von euch. Zum Beispiel, wenn jemand mit 64 hat, welches Overclocking-Setup der nutzen soll, oder wenn er einen 7 hat, auf was er es am besten stellen soll, oder wenn er OBS und sowas. Kein Problem. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, einfach fragen. Immer Fragen damit, immer her damit mit den Fragen.
Und ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.